unnötigste Skandale? Das scheint ja eher ein Thema, ein gefundenes Fressen für die Medien zu sein. Was interessiert dich als Wissenschaftlerin daran? Ja, es ist eigentlich spannend zu beobachten, wie ein Skandal abläuft. Und da kann eben der Politikwissenschaftler ansetzen und kann sich eben tatsächlich anschauen, wann ein Skandal auftritt und wie er dann verläuft. Und gibt es so etwas wie einen idealtypischen Verlauf des Skandals? Genau, das gibt es. Also in der Skandalforschung, da werden verschiedene Skandalphasen unterschieden. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Zum Beispiel gibt es ein Modell von dem Soziologen und Politikwissenschaftler Karl Otto Hondrich. Der beschreibt vier Schritte von politischen Skandalen. Und zwar ist der erste Schritt, dass jemand eine Verfehlung begeht. Und die meisten Verfehlungen, die bleiben ja im sozialen Leben verborgen. Und der zweite Schritt ist deshalb dann die Enthüllung. Es muss zu einer Enthüllung kommen. Und das sind eben meist die Medien, die diese Enthüllung vornehmen. Und dann kommt es zu einem dritten Schritt. Es muss also zu kollektiver Empörung kommen. Die Menschen, das Publikum, die müssen sich darüber erregen. Und es kann dann noch zu einem vierten Schritt des politischen Skandals kommen. Das muss aber nicht sein, aber meist kann man das schon feststellen. Es hat eine Folge dann für denjenigen, der diese Verfehlung begangen hat, für den hat das meist eine Folge, zum Beispiel, dass er zurücktritt oder teilweise kommt es zu gerichtlichen Verurteilungen, genau. Politische Skandale, das ist ja erstmal sehr negativ konnotiert. Können Skandale auch positive Eigenschaften haben? Kann daraus etwas Positives folgen? Ja, insgesamt gesehen kann man sagen, dass politische Skandale Instrument der Herrschaftskontrolle sind. Das sieht man ja dann immer wieder, wenn es zu Rücktritten kommt. Politische Skandale, das bedeutet ja, dass es zu Grenzüberschreitungen kommt. Meist werden die Grenzen zwischen Politik und Wirtschaft bzw. zwischen Politik und Privatleben überschritten. Also wenn diese Grenzüberschreitungen entdeckt werden, dann kommt es eben dazu, dass dann versuchen die Politiker dann eben diese Grenzen beim nächsten Mal nicht mehr zu überschreiten und dass man da einfach vorsichtiger generell wird. Und oft kommt es ja auch dann zu Regelverschärfungen. Und von daher haben Skandale einfach diese positive Wirkung der Herrschaftskontrolle und dass Handlungsrichtlinien neu definiert werden und genau. Du sprachst schon die Plagiatorenjagd an, aber dann gibt es auch so Enthüllungsplattformen wie WikiLeaks. Man hat den Eindruck, dass durch das Internet sich die politischen Skandale in letzter Zeit nochmal potenziert haben. Ist das ein richtiger Eindruck oder täuscht das auch? Ich habe da auch drüber nachgedacht, häufig schon. Kann man, glaube ich, wirklich schwer sagen, weil wenn man sich so die Geschichte von politischen Skandalen anguckt, die gab es eigentlich praktisch schon immer. Also eigentlich seit Anbeginn des politischen Lebens an gab es Skandale. Und es kann eben natürlich sein, dass es tatsächlich mehr Skandale gibt, aber es kann auch einfach sein, dass das Internet einfach dazu beigetragen hat, mehr Skandale aufzudecken, dass der Markt auch einfach größer wird. Und dann kann es natürlich auch sein, dass einfach unsere Maßstäbe, unsere Messlatte einfach anspruchsvoller geworden ist, dass wir einfach höhere Ansprüche an das Verhalten auch anlegen. Und deshalb dann auch einfach, dass wir den gefühlten Eindruck haben, dass es mehr Skandale gibt. Und genau.